Hier geht es um einen Zugang, eine Übung, die habe ich vor ein paar Jahren Speed Dating genannt, weil es darum geht, sich in einem Workshop mit anderen Teilnehmenden auszutauschen, zu fragen. Die Fragen gibt die Workshop-Leitung vor, und hat natürlich mit dem Thema des Workshops irgendwie was zu tun. Also das Zentrale in dieser Methode des Speed Dating sind die Fragen, weil eigentlich gibt ja jede Frage schon die Richtung der Antworten vor. Wenn es um Sprache, Macht, Sprache, Verletzung geht, ich habe hier ein paar Fragen auf meinem Blatt Papier, kann man so Fragen stellen, in welchen Situationen sprichst du lauter oder leiser als sonst? Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Es ist eine sehr einfache Frage auf den ersten Blick, da kommt aber ziemlich viel raus, es wird sehr viel thematisiert und häufig wird mit diesen auf den ersten Blick einfachen Fragen auch mehr ausgetauscht, mehr geredet als mit Fragen, die so formuliert sind wie: Wann hast du gemerkt, dass du aufgrund deiner Sprachen Vorteile in der Gesellschaft hast, die Menschen mit anderen Sprachen nicht haben? Das Speed Dating kann man machen, ganz unterschiedlich, abhängig von der Gruppe, abhängig von den Trainerinnen, abhängig vom Thema. So können die Leute zum Beispiel an einem Tisch sitzen, so wie man es aus diesen Liebschafts-Speed-Datings aus Filmen kennt. Die Leute sitzen sich gegenüber und stellen sich eine Frage. Das hier ist die Situation 1. Hier sitzen die fragenden Teilnehmenden an einem Tisch und ihnen gegenüber sitzen die antwortenden Teilnehmenden. Also ich stelle Frage Nummer 1, könnte sein von dieser Person Nummer 1: Wann redest du lauter oder leiser als sonst? Und diese Person, wo hier Antwort steht, sie antwortet. Die nächste Frage, Nummer 2, die fragende Person könnte fragen: Warum ist für dich schwul ein Schimpfwort? Dann antwortet die Person und so weiter. Das heißt, jede Person hier hat verschiedene Fragen. In Phase Nummer 2, nach ungefähr 3 Minuten oder 4 Minuten, das entscheidet dann wieder auch die Workshop-Leitung, tut die Person, die an dieser Frageposition 1 ist, steht auf, geht an die andere Seite des Tisches und alle rücken nach und dann fängt es wieder an. Situation 3, da sind sie einmal alle nochmal nachgerückt und in Situation 4, wenn sich dann alle gegenüber sitzen, ist das Speed Dating beendet. Die andere Möglichkeit ohne Tisch ist so, dass in der ersten Situation, so wie es in Workshops halt üblich ist, sitzen die Leute im Kreis. Das M hier bedeutet Moderatorin, das kann ich dir mailen. Die Moderatorin oder der Moderator stellen eine Frage. Wenn wir weiter beim Thema Sprache sind, wann hast du gelernt, dass es mehr als eine Sprache gibt? Dann finden sich die Teilnehmenden in Grüppchen wieder, in Zweier-, Dreier- oder seltener Vierergrüppchen, das, wenn die Gruppe größer ist, und tauschen sich zu dieser einen Frage aus. Nach, ich sag mal, 3 Minuten. Das ist so meine Lieblingsdauer für das Speed-Dating. Es soll ja schnell gehen. Gibt die moderierende Person irgendein Zeichen, ein Klangzeichen am besten und stellt die nächste Frage. Ich greife auf meine Lieblingsfrage zurück. Wann sprichst du lauter oder leiser als sonst? Und die Teilnehmenden gruppieren sich wieder zu neuen Grüppchen im Raum. Sie können stehen, sitzen, auf dem Boden oder wie auch immer und tauschen sich aus. Und sinnvoll ist es, 3, 4 bis zu 5 Fragerunden zu machen. Ja, das entscheidet halt die Workshop-Leitung oder die Moderatorin. Aus dem Bauch heraus, würde ich sagen.